Hi, meine süßen Honeymoons. Ja, in diesem Storytime erzähle ich euch, wie meine Kniescheibe rausgesprungen ist. Beim Selfie machen. Ja, ihr habt gerade richtig gehört. Echt jetzt? Nee. Ja, mein Unfall hat sich am 2. Januar zugetragen. Ich war so richtig motiviert. So kurz nach Silvester, dir gehört die Welt, du hast doch deine guten Vorsätze. Ich werde mit Rauchen aufhören. Ich werde abnehmen. Dementsprechend bin ich ins Fitnessstudio gegangen, um meinen inneren Schweinehund zu besiegen und durchzupowern. Wer hätte gedacht, dass dieser Tag schlussendlich im Krankenhaus endet? Ich war beim Fitness und vorher war mir schon ein bisschen schwindelig. Hab mich aber nicht von abhalten lassen. Hab dann noch weiter geboxt. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt machst du so ein richtiges, motivierendes Selfie beim Sport. Ich glaube, das Einzige, was immer so richtig motivierend ist, sind meine Selfies beim Sport. Das Lustige ist, ich habe sogar ein Boomerang von meinem Unfall. Und wenn der Boomerang noch eine Sekunde länger aufgenommen hätte, hätte man gesehen, wie ich am Boden liege. Ich halt so richtig motiviert vom Spiegel. Und dann kennt ihr diese bestimmte Pose, was irgendwie alle Influencer und alle Sportler fast immer machen, damit man dann schön dünn aussieht. Streckt man sein Bein halt so richtig schön zur Seite. Das habe ich dann halt gemacht. Ja. Und in diesem Moment dachte sich so meine Kniescheibe, Mensch, habe ich keinen Bock drauf. Und springt in diesem Moment raus, als ich mein Boomerang mein Selfie mache, ne? So, der Wal liegt dann auf dem Boden. Das waren höllische Schmerzen. Das waren so höllische Schmerzen. Ich dachte, ich sterbe. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Das Ganze lief dann ungefähr so ab. Ich lag dann auf dem Boden mit meinen höllischen Schmerzen, die man wirklich mit überhaupt nichts vergleichen kann. Und normalerweise sind die ganzen aufgepumpten Spasten immer im Boxraum oder irgendwie drumherum um Boxraum, die sich auch immer begaffen. Aber in diesem Moment ist keine Menschenseele einfach mal in der Nähe von mir. Ich habe dann probiert hochzukommen. Klicklich gescheitert. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Habe mich dann zu einem Fenster, was wir im Boxraum haben, wie so eine fette Robbe hingerobbt. Nachdem ich kläglich gescheitert bin, an den Stangen von den Boxsäcken mich hochzuziehen, habe dann einen Herrn gewunken. Ich demonstriere mal kurz. Und er war so ziemlich verwirrt. Also diesen Blick werde ich nie vergessen. So nach dem Motto, was willst du von mir? So als wenn ich da in die Dessous liegen würde. Das will keiner sehen. Ich habe ihm dann zu verstehen gegeben, dass er doch bitte in den Boxraum kommen soll. Das tat er dann auch und hat dann einen Trainer geholt. Eigentlich hätte er Greenpeace alarmieren müssen, aber ja, der Trainer kam dann und wollte mir helfen, probiert mich zu stützen und ich kam einfach mal nicht hoch. Ich konnte nicht aufstehen. So sehr ich es auch probiert habe, ich konnte nicht aufstehen. Ich habe zum Trainer gesagt, wie fühlt es sich an, wenn die Kniescheibe rausgesprungen ist? Er meinte dann zu mir, ach, das wird höchstens bei mir ein Bänderriss sein. Niemals die Kniescheibe. Niemals. Nee, niemals die Kniescheibe. Toll, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ich bin behindert, ey, ich schwöre. Fuck. Hallo, Kopfschmerzen. Dann kam der Krankenwagen mit 3 Sanitätern, die mich dann auf eine Trage gehoben haben und mich aus dem Fitnessstudio raustragen mussten. Der Boxraum ist im Keller. Sprich, sie mussten die Treppen einmal hochlaufen mit mir, dann durchs ganze Fitnessstudio und dann die Treppen runter. Leute, ich habe mich 1000-mal bei den Sanitätern entschuldigt, dass ich so ein übergewichtiges Stück Scheiße bin. Mit meinen über 100 Kilo haben die mir echt leid getan. Mein Traum ist es eigentlich, wenn ich heirate,
Kennt ihr das so in Filmen? Da ist immer der Bräutigam, der dann seine Frau über die Schwelle trägt. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich wahrscheinlich den Part übernehmen werde und meinen Mann über die Schwelle tragen werde. Alles klar. Jedenfalls laufen sie mit mir die Treppe nach unten. Und ich hatte so Angst, dass ich da irgendwie runterfalle. Hab mich aber auch ein bisschen wie so eine Königin gefühlt in dem Moment. Also man hätte mir so ein bisschen applaudieren müssen. Oder so Rosen zuwerfen sollen. Oh ja, yes, die Krone behalte ich jetzt erstmal an. Auf jeden Fall. So, unten kommen uns dann noch zwei weitere Sanitäter entgegen. Moment, es waren nur zwei, die mich getragen haben. Der andere ist der Chef von dem Fitnessstudio. Timo. So, die anderen zwei fragen dann die anderen, die mich tragen. Warum habt ihr nicht den Fahrstuhl genommen? Also in diesem Moment, nee, wirklich, da war aus bei mir, da war wirklich aus bei mir. Die haben mir so leid getan, wirklich, die haben mir so extrem leid getan. Die haben mich dann über einen halben Kudamm transportiert, ja. Ich hasse Menschen. Ich hasse Menschen. Ich hätte die umbringen können. Die haben mich alle fotografiert und haben Videos von mir gemacht. Um meine Identität zu schützen. Achso, jetzt verstehe ich die Fotos bei Instagram. Von den ganzen pubertierenden 13-Jährigen. Die versuchen einfach ihre Identität zu schützen. Deswegen haben die ihre Hand immer so im Gesicht. Also jetzt verstehe ich das erst, ne? So, ich bin dann endlich im Krankenhaus. Ich spoiler jetzt schon mal. Story of my life. Sie haben mich dort vergessen. Ich lag da in einem Raum über 2 Stunden mit extremen Schmerzen. Ich wusste nicht, was los war. Kaum geschlafen die Nacht. Übermüdet. Also. Und dann noch musste ich extrem pinkeln, da Madame 1,5 Liter beim Sport getrunken hatte. Dann liegst du da mit extrem Schmerzen, voller Blase, extrem übermüdet. Du wurdest einfach mal vergessen. Wie kann man mich bitteschön vergessen? So, dann wurde ich geröntgt, dann wurden Aufnahmen gemacht von meinem Knie. Dann kam ein Arzt rein, indischer Herkunft. Leider hat er kein Bollywood getanzt. Oh, Leitja, 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 Leitja. Wäre noch schöner gewesen. Der Arzt war einfach mal der deutschen Sprache nicht mächtig und ich zu ihm: Ich müsste mal dringend auf Klo. Hallo, bei 1,5 Liter, die du trinkst. Da musst du irgendwann auf Toilette. Er dann zu mir: Ja, geh doch. Geh doch. Was hast du bitte schön nicht mitbekommen? Muss ich hier noch um Erlaubnis fragen? So, sind wir in der Schule? Entschuldigung, Herr Lehrer, dürfte ich kurz Pipi gehen oder kacken? Ich würde doch nicht fragen. Ich würde doch einfach gehen, wenn ich gehen könnte. Aber nein, ich liege da. Habe ich ihm zu verstehen gegeben, dass ich nicht gehen kann. Meint er, es kommt gleich eine Schwester rein. Die kam dann auch. Ja. Und dann hieß es erstmal für mich, ich kann ne, Pipi
Selfie machen. Zum Glück musste ich nicht groß. Leute, zum Glück musste ich nicht groß. Ja, das ist eine Pfanne. Sie haben die Pfanne unter meinem Po geschoben und dann hieß es, ja, kannst laufen lassen, ne? Mir war es auch ein bisschen unangenehm, als sie mich dann ausgezogen hat. Es geht ja einem wirklich alles durch den Kopf. Habe ich die gute Unterwäsche an oder die schlechte? Ich denke, ihr wisst ganz genau, von was ich rede. Wann habe ich mich nochmal zuletzt rasiert? Ja. Ich hatte mega Angst, dass ich irgendwie daneben pinkel und sie versicherte mir, dass ich schon nicht daneben pinkeln werde, dass ich einfach laufen lassen kann, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass die Bettpfanne, nennt man das Bettpfanne, richtig anliegt. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen, ne? Einen Tag zuvor hatte ich auch noch meine Menses. Und ich hatte noch etwas in der Hose. Bin ganz unauffällig das in meiner Hand versteckt. Hat nicht ganz funktioniert. Die war so cool. Die hat gesagt, geben Sie mal das, was Sie da in der Hand haben. Hier habe ich ihr, ne, meine Binde gegeben. Es war jetzt nicht, dass ich nicht pinkeln konnte, weil ich mich geschämt habe. So um Gottes Willen. Das war einfach, du musst deinen Kopf ausschalten, dass du im Liegen pinkeln kannst. Ja, also im Sitzen kann ich pinkeln. Im Stehen auch. Auch wenn ich kein Mann bin. Also unter der Dusche, ne? Boah, ich ist sauer. Ich habe so gerungen mit mir. Es hat echt extrem lange gedauert. Aber irgendwann hab ich's geschafft. Das war so eine Erleichterung, wortwörtlich. Ich habe dann auf diese Klingel gedrückt. Dann kam die Frau, hat die Bettpfanne unter meinen Arsch entfernt. So, und jetzt kommen wir dazu. Es wird schon nichts daneben gehen. Also mein Rücken hat sich irgendwie anders angefühlt und mein halber Arsch. Und nachdem ich aufgestanden bin, sah die Matratze, auf der ich gelegen habe, auch irgendwie anders aus. Also irgendwie feucht. Entweder habe ich extrem viel geschwitzt oder ich weiß ja auch nicht. Ich hatte eine Leggings an. Ihr wisst ja. So beim Sport möchte man ja so einen schönen Booty haben, ne? Kann ich nicht mit einer fetten Trainingshose hingehen, sondern ich will ja auch, dass mein Arschchen betont ist. Nur war mein Bein auch etwas angeschwollen. Es ist schon seit mehreren Jahren irgendwie angeschwollen. Mann, habe ich fette Beine. So, nun lag ich da und ich hatte ja auch keine Hose mehr. Weil man ja meine Leggings zerschnitten hat, die ich vorher anhatte. Dann hatten sie mir eine Hose geschenkt, weil ich ja keine mehr hatte. Die Krankenschwester meinte, die Hose sei von ihr zu Hause. Genau für solche Notfälle. Falls jemand keine Hose hätte. Ich glaube, ich muss nächstes Mal nochmal hingehen. So ein bisschen shoppen. Ich habe keine Schuhe, keine Tasche, keine Kleider. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Jedenfalls war diese Hose, boah, die war so eklig. In dem Moment war mir das so egal. Ich hatte echt andere Probleme. Die wollte ich übrigens wegschmeißen, die Hose. Meine Mama hat diese Hose gewaschen. Und die liegt jetzt bei meinen Eltern zu Hause. Ich glaube, wenn ich nächstes Mal da bin, werde ich sie verbrennen. Ja, dann habe ich Krücken bekommen. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, einen MRT-Termin zu bekommen? Ja, und dann habe ich das Ergebnis bekommen. Einen Monat nach meinem Unfall. Ihre Kniescheibe ist rausgesprungen. Ich hab's doch gesagt. Es ist die Kniescheibe. Jedenfalls bin ich seit einigen Monaten so richtig Transformers, Terminator unterwegs. Und das ist meine Orthese. Wow. Sport ist Mord, ne?
Jetzt laufe ich bald seit fast einem Jahr mit dieser Orthese rum. Und nur, weil ich so ein ach so tolles, cooles Bild machen wollte, was ich dann auf Instagram posten kann. Guck mal, wie motiviert ich bin. Ich gehe zum Sport. Alles klar. So, und ich bringe jetzt auch mal meine Pfanne wieder in die Küche, weil irgendwie ist das so ein bisschen verlockend. Tschüss. Und das Schweiß rieche ich auch mega geil. Ich will duschen. Ey, diese Schmerzen gerade. Ich will einfach nur heulen. Jetzt werde ich gleich geröntgt.